Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundestag will morgen erneut versuchen, Licht in die Polizeiaktion von Bad Kleinen zu bringen. Laut Presseberichten soll BKA-Chef Zachert inzwischen seinen Rücktritt angeboten haben. Das Bundesinnenministerium habe jedoch abgelehnt. Darüber hinaus soll dem BKA ein zweites Video vorliegen, das auch den Schusswechsel dokumentiert. Und schließlich gibt es neue Berichte, dass auf Grams neben dem Kopfschuss auch ein Bauchschuss aus nächster Nähe abgegeben worden sei. Auf dem Bahnhof von Bad Kleinem versammelten sich heute etwa 100 Sympathisanten der Rote Armee-Fraktion. Knapp 100 Menschen folgten heute Nachmittag dem Aufruf von RAF-Sympathisanten und demonstrierten auf dem Bahnhof von Bad Kleinen gegen den umstrittenen Polizeieinsatz vor 2 Wochen. Mit Sprechchören, Transparenten und einer kurzzeitigen Gleisbesetzung klagten die Demonstranten die von ihnen vermutete Hinrichtung Wolfgang Grams an. Für den bei dem Einsatz getöteten vermeintlichen Terroristen wurde eine Gedenktafel angebracht. Tafel und das für den im Einsatz getöteten GSG-9-Beamten Nefzeller aufgestellte Kreuz will die Reichsbahn Mitte der kommenden Woche entfernen. Der Irak und die Vereinten Nationen steuern möglicherweise auf einen neuen militärischen Konflikt zu. UNO-Inspektoren hatten am Nachmittag überstürzt den Irak verlassen. Sie wurden von irakischen Behörden daran gehindert, Einrichtungen in 2 Raketenversuchsanlagen zu versiegeln. Der amerikanische Vizepräsident Al Gore betonte daraufhin, die UNO hätte jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Resolutionen durchzusetzen. Auch ein Militärschlag sei denkbar. Morgen wird darüber der Weltsicherheitsrat beraten. Dessen Mitglieder hatten bereits wiederholt mit schwerwiegenden Folgen gedroht, falls Bagdad nicht mit den UNO-Inspektoren zusammenarbeiten will. Der amerikanische Präsident droht Nordkorea. Zum Abschluss seines Kurzbesuches in Südkorea erklärte Clinton, sollte Nordkorea Atomwaffen einsetzen, sei das das Ende dieses Landes. Der amerikanische Präsident hatte vom Weltwirtschaftsgipfel in Tokio kommend die in Südkorea stationierten amerikanischen Soldaten besucht. Die russischen Truppen in Ostdeutschland sollen planmäßig bis zum 31. August 1994 abgezogen werden. Das versicherte der russische Präsident Boris Jelzin bei einem Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl in Sibirien. Kohl versprach weitere Unterstützung für Russland beim Abbau von Handelsschranken. Kein Wunder, dass beiden Staatsmännern am idyllischen Baikalsee viel Zeit für Erholung blieb, wurde doch Konsens ganz groß geschrieben. Wie Freunde haben wir miteinander gearbeitet, resümierte Boris Jelzin. Und so hat der russische Präsident seinem Freund, dem Bundeskanzler, dann auch versprochen, die 150.000 russischen Soldaten aus Ostdeutschland pünktlich abzuziehen. Die Wiedereingliederungshilfe für russische Offiziere mochte Helmut Kohl zwar nicht weiter aufstocken, dafür versprach er, sich für russische Handelsverträge mit der IG stark zu machen. Bonner Regierungskreise rechnen mit einer regelrechten Enttarnungswelle ehemaliger DDR-Spione in den Reihen westdeutscher Politiker, dies berichtet die Berliner Morgenpost. Der russische Verfassungsschutz hatte der Bundesregierung bereits vor einiger Zeit brisante Akten übergeben. Jetzt ermittelt die Generalbundesanwaltschaft. Unter Spionageverdacht stehen auch Beamte und Journalisten. Und zum Schluss der Blick auf das Wetter. Auch zu Wochenbeginn zeigt sich keine Besserung. Es bleibt bedeckt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad. Das, meine Damen und Herren, war die Kurzausgabe der ProSieben Nachrichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.